Hey, wie ihr sehen könnt, es ist noch sehr früh. Ich habe schon alle Hände voll zu tun, volle Action. Manchmal wünschte ich könnte mich vierteilen. Mit der Kleinen ist es in letzter Zeit echt schwierig, eine Trainingsroutine aufrechtzuerhalten. Aber ich hoffe, dass mir Philetics dabei helfen wird und bin sehr zuversichtlich. Hey, ich bin Jan, ich komme aus Hamburg und arbeite als Personal Coach. Meine Aufgabe ist es, anderen dabei zu helfen, auf physischer, mentaler und emotionaler Ebene zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Eine Sache ist ganz klar für mich und steht an oberster Stelle: Wenn ich ein Vorbild für andere sein möchte, muss ich vor allem an mir selbst arbeiten. Unabhängig von allen Herausforderungen im letzten Jahr bin ich auch Vater geworden. Ich kann euch sagen, es ist das Schönste der Welt und gleichzeitig erfordert es vollen Einsatz und kostet mich auch einiges an Energie. Das bedeutet, ich muss nicht nur für meine Klienten in meiner Rolle als Personal Coach voll da sein, sondern auch zu Hause. Aber es ist wunderbar. In letzter Zeit war es extrem schwierig, meine Trainingsroutine aufrechtzuerhalten. Mit Freeletics hoffe ich bzw. weiß, dass ich zurück zu meiner Workout-Routine finde. Ich möchte die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit, an jedem Tag, zu meinen Bedingungen trainieren zu können. Wenn ich es schaffe, meine Trainingsroutine und meinen Alltag miteinander zu verbinden, dann hänge ich mich noch mehr rein. Auch wenn ich es hasse, Workouts ausfallen zu lassen, manchmal geht es einfach nicht anders. Man ist krank, man ist verletzt, dann muss man pausieren. Aber für mich persönlich ist Urlaub keine Entschuldigung. Also, let's go! So, wir sind endlich auf Mallorca angekommen. Die Reise war sehr entspannt und wir freuen uns jetzt auf den ersten Familienurlaub mit der Kleinen. Sommer, Sonne, Strand, ja, das haben wir bitter nötig. Wir freuen uns. Wir machen heute Beach Day. Wer schon mal mit einem Baby verreist ist, weiß, dass es auf jeden Fall ein Abenteuer ist und auch ab und zu ein bisschen anstrengend sein kann. Aber wir genießen die Zeit sehr, freuen uns auf den Tag. Ich bin auch sehr gespannt, wie ich meine Trainingsroutine hier aufrechterhalten kann, im Rhythmus zu bleiben. Aber hey, wenn ich es hier schaffe, dann schaffe ich es überall. Für mich ist es wichtig, mein Training möglichst personalisiert, individuell zu gestalten. Freeletics ist dafür genau das Richtige. Es gibt mir die nötige Kontrolle über mein Training und gleichzeitig aber auch jede Menge Flexibilität. Okay, let's see. Trainingstage diese Woche. Wir starten mal mit 3 Tagen. Ich würde sagen Montag, Mittwoch und Sonntag. Equipment, auf jeden Fall die Kettlebell, dann kann ich die Kettlebell Journey machen. Ausgeschlossene Exercises, auf gar keinen Fall, ich nehme alles mit. Keine Sprints oder Runs, ich würde schon ein bisschen Cardio machen, das gibt viel Energie und dann kann ich mehr von den anderen Übungen machen. Wenig Platz, yep, leise trainieren, oh ja, das wäre gut. Mit der Kleinen jetzt und meine Freundin würde sich bestimmt auch darüber freuen. Also ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir alles. Alright, let's go!
Guten Morgen. Es ist noch relativ früh. Meine Family schläft noch. Ich habe es aber gut aus dem Bett geschafft. Muss die Zeit nutzen am Morgen. Und bin sehr gespannt auf die nächsten 30 Tage und wie ich das durchziehen werde. Aber ich bin optimistisch und auf jeden Fall motiviert. Ich freue mich. Also, let's go! Guten Morgen. Eigentlich wollte ich heute Morgen direkt mit einem neuen Workout in den Tag starten. Jetzt war die Nacht doch etwas unruhig und ja, wie ihr seht, musste die Kleine jetzt noch mal ein bisschen Schlaf nachholen. Deshalb wird das Workout erst ein bisschen später stattfinden. Mich jetzt erstmal um die Kleine kümmern. Aber das ist auch ganz gemütlich und ist vollkommen okay. Also bis später. Nachdem es heute Morgen nicht geklappt hat mit Training, hole ich die Session einfach heute Abend nach. Es ist jetzt 18 Uhr, war ein sehr heißer Tag, aber fühlt es sich langsam ein bisschen ab und eigentlich perfektes Klima für ein kurzes Workout. So, das waren 30 Minuten. Sehr intensives Training. Heute ein Mix aus Kettlebell, Workout und Resistance Bändern. Ganz schön anstrengend. Auch bei der Hitze. Aber eine halbe Stunde geht immer am Tag. Guten Morgen. Wir hatten eine sehr entspannte Nacht. Und jetzt habe ich noch Zeit für ein... In der Tat nur kurzes Workout heute, weil wir einen Bootstrip machen. Das heißt, wir sind den ganzen Tag auf dem Wasser, starten so in einer Stunde. Also bleibt mir ja, Zeit für, sagen wir mal, 15 Minuten Kettlebell. Das sollte klappen. Und dann heißt es heute nur entspannen auf dem Wasser. Also habt einen schönen Tag. Let's go! Good morning! So, ich bin in Woche 3 gestartet. Wir sind diese Woche auf einem Yoga-Retreat, beziehungsweise meine Freundin den Yoga-Retreat und ich bin mehr oder weniger ein bisschen Babysitter, wie man unschwer hören kann. Trotzdem kurz mein Workout für Montag gemacht und eingebaut und muss mich jetzt um die Kleine kümmern. Bin aber richtig froh, hier zu sein und die Woche durchzuziehen. Also, bis dann! I just bought a new way. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh enough to prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above. Get the cream on the side. Make it happen. Puh. Ich bin ganz schön fertig. Wir haben jetzt die letzten beiden Tage hier auf der Insel und dann geht's zurück nach Deutschland. Werden noch mal heute Morgen das Wetter genießen und ich werde natürlich versuchen, so gut es geht, das Training morgens einzubauen, weil am Tag wird es auch einfach viel zu heiß, deswegen muss das morgen stattfinden. Thank you.
heute ist unser letzter Tag hier auf Mallorca. Wir hatten eine super Zeit. Ich bin super happy und auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich meine Trainingsroutine, meinen Rhythmus so aufrechterhalten konnte. Und jetzt geht's zum finalen Beachworkout. Let's go! Am Anfang hatte ich meine Zweifel, dass ich mein Workout im Urlaub so durchziehe, wie ich mir das vorstelle. Aber mit Hilfe der App habe ich gemerkt, dass ich mein Training wirklich sehr flexibel in den Alltag einbauen kann und dadurch auf nichts verzichten musste. Das war super. Es gibt wirklich no excuses. Trotz hektischem Alltag, Job, Familie, habe ich es geschafft, meine Trainingsroutine beizubehalten. Freeletics ist die perfekte App dafür. Es ist lustig. Ich kann trainieren, ein besserer Athlet zu werden, aber ich kann nicht trainieren, ein Vater zu sein. Dafür gibt es einfach keine App. Aber ich kann immer an mir selbst arbeiten. Durch die Workouts fühle ich mich besser, kann Stress abbauen und bekomme gleichzeitig mehr Energie für meine Rolle als Vater.